Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich zu den ÖPNV-News. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, in dieser Woche haben wir einige DLCs. Wir haben ein eigenes Projekt, was wir ankündigen möchten. Und vielleicht haben wir am Ende der Folge noch ein glückliches Gesicht. Das alles und mehr findet ihr jetzt hier in den News. Ja, Transom World hat sein neues Addon veröffentlicht und es ist super geworden. Wir haben uns das Ganze ja bereits angeschaut im Let's Play und konnten uns natürlich unsere eigenen Schlüsse dadurch schon ziehen. Der Dominik hat uns dann noch ein kleines Feedback dazu gegeben, hat gesagt, das Ding ist mega authentisch. Er gibt der Strecke eine 2+ und das Fahrzeug eine 1, dafür, dass er das Ganze für sehr, sehr authentisch hält. Ja, was soll man sagen? Wir selbst haben, wie gesagt, uns das Ganze schon angeschaut. Mir gefällt das richtig gut und das ist eines der Addons, welches ich wahrscheinlich auch definitiv öfter spielen werde. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, 29,99 € kostet das Ganze auf Steam. Auf Games Planet könnt ihr da vielleicht noch ein paar Prozent sparen. Also von daher, Geld zusammenzählen, Transom World an und durchstarten. Und weil wir in der letzten Folge ja darüber uns unterhalten hatten, dass es ja keine Ansagen gibt, muss ich die Aussage hier absolut korrigieren. Denn natürlich gibt es Ansagen, die man sich separat runterladen kann. Trendworks hat's gemacht, hat's gezeigt, wie es funktioniert. Ihr braucht dazu das Programm FIS 2005, welches schon im Microsoft Train Simulator im Einsatz war. Ja, der gute Microsoft Train Simulator halt. Ja, bei Trendworks, und da könnt ihr euch das Programm runterladen und natürlich das Soundpaket. Installiert das Ganze und dann könnt ihr ab sofort Train Sim Words mit den deutschen Strecken zumindest dort schon mal mit Ansagen spielen. Fanden wir eine klasse Sache, zeigen wir auch in der nächsten Woche, wie das Ganze mal funktioniert. Auch natürlich der Fernbus-Simulator meldet sich zurück, denn am 21. Oktober 2019 erscheint sein neues DLC Oberes Mittelrheintal. Das konnte man ja bereits auf der MAX 2019 ja schon sich anschauen, konnte er selbst schon spielen und ja, es gab wohl ein Early Access. Ich weiß nicht, in was für einem Zug das Ganze war. Jedenfalls ist das für alle kostenlos. Ihr bekommt natürlich den ganzen Kram dann am 21. Oktober runtergeladen. Das macht er halt komplett automatisch. Damit wünschen wir allen viel Spaß mit zusätzlichen Content hier im Fernbus-Simulator. Ja, über Nacht kam auch ein neuer Bus für OMSI raus. Also letzte Nacht, jetzt am Wochenende, kam nämlich der Citaro Irvine raus. Auf OMSI Webdisk könnt ihr euch das Ganze bereits schon runterladen. Wir haben dazu natürlich auch schon die Folge abgedreht und zeigen diesen Bus. Selbst bin ich sehr, sehr positiver Meinung. Kleinere Macken sind noch drin, aber da wird es bestimmt den ein oder anderen Patch geben. Der Bus fährt sich klasse, der Bus sieht toll aus. Also hier erwartet wieder so ein bisschen, meiner Meinung nach, Payware-Niveau für Lau, denn dieses Ganze kostet gar nichts, könnt ihr euch jetzt runterladen. Die Installation ist mega simpel. Von daher würde ich einfach sagen, angeschnallt und los geht's. Ja, bei dem einen, der zeigt zu viel, der andere zeigt deutlich zu wenig. Hier haben wir ein Projekt, was deutlich zu viel zeigt, denn Bad Hügelsdorf hat wieder ein neues Video veröffentlicht, welches ja die Slideshow mit Weidmanns Heil. Mit dem Bus durch das badische Land könnt ihr euch ein weiteres Video anschauen, was die Umwelt von Bad Hügelsdorf 2020 zeigt. Meiner Meinung nach, das Ding sieht schon sehr, sehr weit fortgeschritten aus. Lange kann das gar nicht mehr auf sich warten lassen. Das Video und natürlich weitere Videos in diesem Stil findet ihr natürlich auf Harlycon und natürlich auf der Facebook-Seite. Das alles verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dementsprechend mal anschauen. Aber nicht nur ja, Bad Hügelsdorf zeigt was Neues, sondern auch OMSI 2 Köln meldet sich zurück. Und zwar mit Großartigem, denn es gibt jetzt bereits den Steam-Eintrag. Das bedeutet, 2 Wochen könnte es vielleicht noch dauern, bis OMSI 2 Köln kommt. Somit wären die Prognosen, dass ja, OMSI 2 Köln im Oktober erscheint, wären da. Die werden sicher auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was erwartet uns hier in OMSI 2 Köln? Wir haben hier die KVB-Linie 132 von Breslauer Platz Hauptbahnhof nach Frankenstraße. Die Länge ist hier 13,5 Kilometer, 28 Bushaltestellen gibt es und die Fahrzeit beträgt hier 51 Minuten.
Und natürlich, ja, haben wir den Mercedes Citaro als Stadtbus- und Gelenkbus-Variante mit dabei. Das Ganze, ja, wird wahrscheinlich so diesen OMSI-typischen Preis haben von 25 Euro. Lassen wir uns mal da überraschen. Wann genau der Release ist, steht noch nicht fest. Ihr könnt euch das Ganze jetzt aber schon auf der Wunschliste bei Steam schon mindestens schon mal reinpacken, damit ihr sofort die Benachrichtigung bekommt, sobald es verfügbar ist. Ja, und von daher würde ich sagen, wir freuen uns drauf. Sobald es released ist, schauen wir uns das Ganze an und ihr erfahrt es natürlich hier in den News. Eine neue Karte erscheint demnächst für den Lotus-Simulator mit dem Titel Ladenau. Die Straßenbahn, die durch eine fiktive Stadt fährt, hat eine Fahrzeit von 10 bis 15 Minuten, je nach Fahrstil. Sie kommt mit DEM und Multiplayer daher, sodass ihr mit Freunden die Stadt Ladenau zusammen erkunden könnt. Ladenau entsteht beim Modder Lebendig, der bereits bekannt ist mit der Karte Stadt Nickern und positives Feedback bekommen hat. Jetzt mit der neuen Karte, die aktuell im Early Access ist. Die Karte erscheint am 21.10.2019 im Steam Workshop. Ja, und damit ist unser neues Projekt enthüllt. Hierbei handelt es sich natürlich um Projekt Hyrule, welches natürlich nur einen Deckname hat. Das Ding ist noch im Working-Titel. Hier gibt es noch keinen festen Namen für. Der wird dann später veröffentlicht. Die Karte bietet Multiplayer, das heißt, ihr könnt zusammen mit Freunden spielen. Sie ist eine relativ kleine Karte, deswegen wird sie auch als Minimap beworben. Sie wurde nach realem Vorbild gebaut. Nur nach einem realen Vorbild. Sie ist nicht 1:1 als zum Vergleich zu sehen. Wir haben hier DEM-Daten mit dabei. Klar, wenn der Multiplayer mit dabei ist, dann muss das natürlich auch dabei sein. Und sie erscheint noch in diesem Jahr. Wie, was, wie ganz genau aussieht, erfahrt ihr natürlich deutlich später. Dadurch, dass ich hier noch das ein oder andere hier noch ein bisschen machen muss, ein bisschen bearbeiten muss, ein bisschen ausmodellieren muss und so weiter und so fort. Natürlich die ganzen Tests zwischen dem Multiplayer-Modus machen muss. Versuche ich natürlich, dass das Ganze noch dieses Jahr erscheint hier. Unser kleines Mini-Projekt hier mit Projekt Hyrule. Und falls die Frage kommt, ja, ich habe zu viel Zelda gespielt und ja, ich bin ein Fan davon und ich fand den Namen einfach irgendwie passend. Von daher fand ich den Projektname eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der News angekommen hier. Und jetzt wollen wir vielleicht noch den einen oder anderen glücklich machen. Oder was heißt den einen oder anderen? Den einen glücklich machen. Denn es ist so, dass ich mich bei jedem von euch bedanke für all eure Kommentare unter dem Gewinnspielvideo, dass ihr da alle dran teilgenommen habt. Und mich ärgert das jetzt umso mehr, dass ich halt einfach zu wenig mitgenommen habe. Nicht einfach doch nochmal vielleicht so den einen oder anderen Gram mit eingepackt habe, dass man den hätte vielleicht noch so solo irgendwie halt hätte ja, verlosen können. Ist jetzt nicht der Fall. Jetzt muss man natürlich warten, dass es das nächste Mal ist. Also wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank für all eure Kommentare. Leider kann nur einer gewinnen. Und ich habe alle Kommentare, habe ich mir durchgelesen und es waren natürlich Kommentare bei, die ich wirklich toll fand, aber es gab auch so Kommentare, weißt du, wo du dir so denkst, so, ja, also, dass solche Kommentare kommen, das war klar gewesen. Aber im Großen und Ganzen war ich mega, mega zufrieden gewesen und es freut mich umso mehr, dass ich wirklich einen rausfinden konnte, den, wo ich sage, doch, dem gönne ich das sogar. Weil ich das auch tatsächlich teilweise, was da so ein bisschen geschrieben wurde, ein bisschen schade ist, ja, also es ist nicht traurig und wir machen jetzt hier keinen so, ne, aber es ist schade, weil derjenige war halt vor Ort gewesen und hat sich das Ganze angeschaut und war eigentlich auf der Suche gewesen, aber falls der Gewinn jetzt ausgelöst werden soll, seid mir nicht böse, wie gesagt, falls ihr es nicht seid, ja, also ich bedanke mich wirklich bei jedem, ich werde gucken, dass ich da nochmal irgendwie was ranbekomme, ich habe schon nachgefragt gewesen, aber da gibt es halt irgendwie nichts mehr, außer irgendwelche Bierdeckel oder sowas.
Und das brauche ich nicht verlosen. Ich habe ja schon überlegt, ob ich meinen eigenen Kram dann vielleicht nochmal als Zweitplatzierten nochmal verlose, aber das ist dann auch wieder irgendwo blöd. Ja, weil dann, ja, ist halt alles doof. Nächstes Mal achte ich darauf, dass ich definitiv ein bisschen mehr mitnehme und ja, die Verlosung noch ein bisschen deutlich größer machen können. Derjenige, der jetzt gewinnt, schreibt bitte uns eine E-Mail, zumindest mit einer Lieferadresse. Die Daten werden behutsam behandelt, sie gehen nicht ins Internet oder sonst irgendwas. Da könnt ihr mir vertrauen. Ich weiß, das sagt jeder von sich, der jetzt sagt, so irgendwie, ja, wir werden die Daten vertrauen, ja, und so. Da braucht ihr keine Sorgen machen. Ich schicke euch nur einmal eine E-Mail, dass das Paket losgeschickt worden ist. Und alles, was ihr denn macht, könnt ihr denn, ne, so von wegen, könnt euch ja bedanken oder sowas oder ein Bild davon machen oder irgendwie sowas. Das würde ich dann sogar hier noch in die News mit reinpacken, ja, falls das Paket dann angekommen ist. Und natürlich alle anderen draußen sehen, dass ich das auch ernst meinte mit dem Gewinnspiel und dass das Ganze kein Fake ist. Ich lese den Kommentar am besten vor. Derjenige, der das geschrieben hat, der wird es hoffentlich eventuell wiedererkennen. Und den Namen, den lese ich dann natürlich zum Schluss vor. Da ist die E-Mail-Adresse, dort bitte melden. Und das Ganze schreibe ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung mit rein. Unser Sohn, 9 Jahre, hat dich so gesucht, aber niemand kannte einen Bio. Schande über euch alle, die da waren und mich nicht erkannt haben. Nein, natürlich nicht. So schade, er hätte dich als seinen Lieblings-YouTuber so gern getroffen. Aber wir hatten einen tollen Tag im Museum, wo wir ohne unseren Sohn wohl nie hingekommen wären. Er hatte riesige Freude am Simulator und beim Testen des Busmoduls und die alten Straßenbahnen waren wirklich toll. Danke für deinen schönen Bericht. Er würde das Set liebend gern gewinnen, weil er eben riesiger Lotus-Fan ist, aber im Museum nicht dazu zu bewegen war, sich von uns etwas von den Artikeln kaufen zu lassen. Er war der Meinung, dass Mama und Papa mit der Fahrt, dem Eintritt und der Verpflegung vor Ort schon genug bezahlt hätten. Und sein Taschengeld spart er schon für das Busmodul. Denn spar mal fleißig weiter, denn du bekommst das Set nämlich jetzt von mir. Ich schicke dir das zu, wie gesagt, sobald ich hier von deinen Eltern natürlich die Adresse habe, irgendeine Lieferadresse, ob es zur Packstation ist oder sowas, ist ja wurscht. Wenn ich das habe, schicke ich das Paket raus und dann melde ich mich diesbezüglich natürlich auch nochmal, dass das Paket jetzt so unterwegs ist. Ja, dann vielen Glückwunsch, Romans, dass du jetzt dieses Paket jetzt gewonnen hast und alle anderen, es tut mir leid, dass ihr nicht ausgesucht worden seid, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal achte ich halt drauf, dass ich mehr Geld mitnehme, damit ich noch mehr Zeugs für euch kaufen kann. Damit verabschiede ich mich hier. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns zum nächsten Wochenende wieder hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's der Bio, verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!